Ich bin ein gut bezahltes, intelligentes, hübsches Model. Und ihr sollt denken, sowas wie mich kriegt ihr auf dieser Dating-Website. Tut ihr aber nicht. Parship, denn Singles haben viel Geld. Die folgende Sendung ist für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Wodka. Das neue Ex, noch eins? Bei dem nichts anders ist, außer die milliardenschwere Werbekampagne dahinter. Und macht jetzt mit bei unserer neuen Aktion Liegen für Frieden. Jeder bleibt liegen, niemand macht was und am Ende ist unser Image besser. Du möchtest was essen, ohne was zu essen? Friss nicht! Bietet ihn zahlreiche Produkte ohne Fett, Zucker, Kohlenhydrate oder Proteine. So nahrreich wie eine Socke. Friss nicht! Die folgende Sendung ist für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Andere Wodka. Adildo mit ihrem neuen Album Vergewaltigung der Kunst. 12 Stücke der Klassik, die in billigen Pop-Dünches umgewandelt wurden. Eigentlich haben wir nur ein Beat runtergelegt und verkaufen ihn das nun als neue Dimension der Klassik. Adildo. Das Vertrauen in Banken ist weg. Deshalb machen wir jetzt Werbung, die emotional berühren soll. Mit irgendwelchen schönen Aufnahmen und einer sexy Off-Stimme. Was mal rein gar nichts mit Banking zu tun hat. Denn wir wollen nur ihr Geld. Dicke Autos wachsen schließlich nicht auf Bäumen. Kapitalismuskasse. Bei uns ist ihr Geld gut aufgehoben. Und es ist weg. Die folgende Sendung ist für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Ganz andere Wodka. Das neue Stuff 3 Wetterzeugs hält mindestens 21 Minuten. Bei Sonne. Nicht ganz so gut bei Wind. Und bei Regen so überhaupt gar nicht. Jetzt von Nasskopf. Vielen Dank, Elisa, für deine geile Performance als Supermodel. Hast du sehr geil gemacht. Zu ihr zu kommen, müsst ihr hier Live Profession voll raufklicken. Und dort drüben findet ihr den ersten Teil von Ehrliche Werbung. Und darunter den Plot Generator. Die Musik ist übrigens von Herrn Fischer und Martin. Ist doch egal. Hashtag Schleichwerbung. Lisa hat uns voll bezahlt, dass wir das jetzt machen, nicht weil sie im Video mitgemacht hat. Nee. Sie hat uns doch gar nicht geholfen. Was? Nee, überhaupt nicht.